Okay. Achso, der muss ja das Teil jetzt mitnehmen. Stimmt ja. Das war jetzt die Aktion, wo ich hier nicht reinkam. Kommen wir hier irgendwo rein? Hä? Gibt es hier noch einen anderen Weg? Nee. Doch hier. Hä? Warte mal. Wart noch mal auf, bitte. Wir müssen noch mal woanders hinfahren gerade. So, jetzt immer richtig. Alter. So. Kommen wir hier jetzt rein? Ja, wo müssen wir denn hin, bitte? Bringen wir das Ding zu Bert. Geh voran. Hinten. Er hat mir die neue Modifikation erklärt, die er für euren Bordfreund gebaut hat. Es war so öde, dass ich mal raus musste. Wahrscheinlich sollten wir diesen Sender schnell abliefern. Hm. Und du glaubst, Strom, das wird die Welt retten? Ja, hoffe doch, oder? Ausgezeichnet. Leg den Zielfallsender ab. Ich kümmere mich gleich darum. Gerne. So. Was ist denn das? Was ist denn jetzt? Hä, was ist denn jetzt? Oh. Also. Hey, Bert. Lag nicht an mir. Also, hör mal. Du hast eine Rakete zu starten und ich muss zurück nach Nuepira. Ja, stimmt, natürlich. JD, alles gut. Ich arbeite mich durch. Wir sprechen später. Ich weiß das zu schätzen. Danke. Paddock sagt, du hast an was gearbeitet? Genau, ein neuer, verbesserter Schildprototyp für Jack. Los, installiere ihn. Yay! Neue Fähigkeit gefunden. Barriere. Oh, cool. Oh, die letzte. Das letzte Upgrade. Sehr schön. Aber... Na doch, können wir mal lassen, können wir mal ausprobieren. Installiert. Kein Problem. Dann erzähl mal. Er ist ziemlich interessant. Erst baut er ein ionisiertes Vektorfeld auf. Bert, keine Vorträge, komm hier raus! Sporn im Anmarsch! Kurzversion der Stoppkugel, jetzt aus und benutze es! Delta, komm schon! Schild! Erfolg! Und gleich beim ersten Versuch! Was, du hast das nie getestet? Schieße! Du bist. Schön, dass wir den Dicken jetzt für uns organisiert haben. Thank you.
Haha. Was? Was sollen wir machen? Ich hab's gerade nicht gecheckt. Okay, die Missionsanzeigen, die sind manchmal echt ein bisschen arg dämlich. Ach so. Okay, das verstehe ich. Wir haben uns eingeholt. Säubert die Piste, sonst kommt Bert nirgendwo hin. Los, Delta, lass nicht da! Finde ich gut. Stirb, du Sau. Puff. Wer ballert denn da? Wo ballert's denn hier noch? Ach, da krabbelt noch einer. Da kommt noch was Dickes. Super. Haben wir's dann, ja? Jetzt kann Bert den Sender direkt bringen. Na los, wir haben in der Scheißwüste noch was zu erledigen. Okay, Bertha. Zurück aufs Skiff. Emba. Trishot. Gut, dann ab geht's. Los jetzt. Rot abgeschlossen. Und wo müssen wir jetzt hin? Hä? Kommt noch was oder? Was denn? Jetzt mal ernsthaft, mit was denn? Ich check's gerade nicht. Soll ich einfach mal fahren oder was?
skiffe mal ein bisschen hier rum. Also ab in die alte Stadt. Nichts vergönnt. Hui. Und hui. Nee, doch nicht. Da kommt noch mal hui. Das ist der Konvoi. Warte kurz. Ich will nur das Symbol hier wegmachen. So. Wo ist Rauch? Da. Okay, gehen wir rein und sehen nach, was wir hier finden. Tolle Sachen. Tote Menschen. Ich kann tote Menschen finden. Checken wir die Sender. Läuft sich wieder komisch hier. Ach, sie sehen nicht beschädigt aus. Jetzt sieht sie wieder. Der Boropal, Ekindur, Eki. Ekindur, Eki. Eki, Eki. Hörst du das? Er sagt, die Sender sind sicher. Ich schicke Leute zur Abholung. Und keine Sorge, sie werden gut bewaffnet sein. Dann los, ab zu eurer Rakete. Okay, Delta Ende. Gut, wir sind hier fertig. Kehren wir zurück zum Skiff. Ich schwöre, wenn wir diesen Nomaden noch einmal die Haut retten müssen, dann... Hey, lass sie in Ruhe. Sie kämpfen seit Monaten allein hier drauf. Das hier? Oh. Ort abgeschlossen. Delta, ich lege los. Ich melde mich. Okay, Bert. Gute Reise. Dir auch. Und viel Glück. Hui. Miau. Was ist jetzt der Plan? Der Hangar. Wir sollten die Rakete zusammensetzen. Hört sich gut an. Aber was ist mit Paddocks Nomaden? Sie haben viel für uns riskiert. Vielleicht sind wir ihnen dafür was schuldig. Klar. Aber wenn wir die Rakete nicht endlich starten, sorgen wir uns nicht mehr nur um Paddocks Nomaden. Los jetzt. Hm. Gelangen Sie zum Raketenhangar diese Richtung. Also muss ich wo lang? Hier oben lang. Nein, du musst da rüber. Boah. Wir müssen immer noch die Raketenspitze anbringen, oder? Kriegen wir hin, oder? Schaffen wir.
verstehe. Da. Ich beschwere mich zwar manchmal. Perfekt eingepackt, oder? Oder oft. Danke sehr. Aber alles in allem habe ich hier eine richtig gute Zeit. Mein Fazit? 8 von 10. Jederzeit. Und es war gar nicht mal so schlimm, dich dabei zu haben. Gut, das akzeptiere ich mal. Alles leer, weil wir hier schon waren, oder kommen da neue? Sind dabei, die Wüste zu verlassen. Eine Rückkehr ist nicht möglich. Ja, wir haben hier ja alles gemacht. Dann. Beenden wir's. Kommen wir jetzt auch raus. Oder rein. Oder wie auch immer. Paddock, wir sind zurück im Hangar. Alles sollte okay sein. Gut. Ich soll euch mehr Hinweise vorlesen. Ich zitiere. Geht rein, aktiviert den Raketenmontageprozess, startet besagte Rakete und betet, dass die Satelliten kompatibel sind. Zitat Ende. Warte, du hoffst, die Satelliten reden mit unseren? Was willst du von mir? Ich kann kaum einen Computer anschalten. Drück den Knopf und sieh, was passiert. Oh Mann. Super Idee bei einer Rakete. Super Idee bei einer Rakete. Drück den Knopf und schau, was passiert. Und da wären wir. Jedermanns Lieblingsrakete. Wir sollten runter zur Plattform und Schalter umlegen. Ja, und sehen, was passiert. Ja, dann machen wir das doch mal. Hier dürfte ja eigentlich nichts mehr los sein. Wir haben ja alle platt gemacht. Wir hätten hier eine halbe Stadt verstecken können. Es ist riesig. Ja. Da hat sich jemand ganz schön abgeplagt. Wo ist denn der? Nicht vorbeigelatscht? Ja, ich hoffe, das klappt. Paddock, die Rakete wird montiert. Vorsicht! Hier drin ist ein verdammter Herrscher! Mistkerl! Weißt du, ich glaube, das war Absicht. Wen interessiert? Wir müssen die Raketenspitze wieder startklar machen.